Zlatan Ibrahimovic und Paris Saint-Germain bei den Vorbereitungen auf den Champions-League-Start gegen Malmö. Eigentlich Routine für jemanden, den nichts so schnell beeindruckt. Für den Rest der Welt ist das Thema klar. Zlatans Reise in die eigene Vergangenheit. Das Spiel gegen seinen Heimatverein. Zlatans Anwesenheit beeinflusst uns nicht sonderlich. Wir haben nicht mal über ihn gesprochen. Die Medien sprechen über Zlatan, nicht wir. Wir finden es lustig, dass er auf Malmö trifft und wir sehen Paris als ein Team, das viele Stars auf jeder Position hat. Aber wir gucken lieber zum Himmel, denn dort sind die Sterne, und zwar mehr als bei PSG. Ibrahimovic gegen Malmö, der Superstar gegen den Underdog aus Schwedens Süden. 14 Jahre nach seinem Abschied liegen Welten zwischen dem Club und seinem größten Talent. Er ist der beste Spieler. Er war fantastisch, seit er kam hier. Er ist ein fantastischer Spieler. Für mich einfach der Beste. Da kann man nicht viel kritisieren. Aber man kann sich nur auf einen Spieler konzentrieren, denn es ist schwer zu ermitteln, ob die anderen nicht auch gut spielen und wo die Schwächen von PSG liegen. Es ist schwer, sich nur auf einen Spieler zu konzentrieren. Alles redet über Zlatan, eigentlich normal für ihn. Aber vor der Partie gegen den Ex-Club entwickelt selbst der abgeklärte Künstler besondere Emotionen. Das Spiel sei, Zitat, mehr als nur ein Traum. Sein Trainer deutlich nüchterner. Wir haben kein besonderes Gefühl. Vielleicht wird er etwas spüren, wenn er auf dem Platz steht. Und das wäre auch nicht überraschend, wenn man in der Champions League gegen einen Club spielt, mit dem man trainiert hat. Dann ist das immer etwas Besonderes. Ich hoffe, dass er dadurch Tore schießt.